Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Infected. Weiter geht's. Es gibt noch einiges zu tun. Wir müssen noch die letzten drei Wände aufwerten. Also zufällig gerade den Hammer dabei. Und dann lass uns das mal eben fertig machen. Ich würde mit euch oben mal beim Glas starten heute. Ich bin nicht. Ja, okay. Hab's verstanden. Was hat er denn? Wo ist er da? So. Und zwar würde ich dafür den Aufgang nochmal ein bisschen umbauen wollen. Wenn das überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Warte mal, du reißt mal das hier ab. Oh. Fällt er nach ganz unten durch. Stammen? Mach keinen Scheiß. Kann ich die Treppe hier dran bauen? Warte mal. Ich bin, glaube ich, jetzt ein bisschen im Weg. So. Trink mal ganz kurz einen Schluck, bevor das Gejammer hier kein Ende nimmt. Und. Nee, das geht nicht, weil die ja gar nicht unten dann. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Dann kann ich ja nur. Ah, das geht nicht, weil die hier kann. Nein, dann kann ich ja nur ganz an den Rand quasi. Dann würde ich sagen, machen wir den hier weg. Und ich gehe hier hoch mit der Treppe. Das ist eigentlich auch nicht so ganz ideal. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, auf jeden Fall. Nein, mach weg. So. Kannst du hier wieder zwei Decken reinzimmern und würdest hier direkt eine Tür machen? Geht das überhaupt? Setz mal hier erstmal wieder zwei Dächer ein. Decken. Einmal, zweimal. Naja, hier wohl nicht. Bambi, was geht ab? So. Soweit, so gut. Er hat erstmal wieder eine Feder dabei, um mich zu nerven. Hau die mal hier rein. Das Ding Ziegel lässt er erstmal hier oben. Ah, hier kannst du jetzt halt auch noch vorbeigehen. Das geht. Es ist jetzt aber irgendwie nicht die geilste Lösung. Ich komme erstmal hoch. Ich würde ja gerne mal die Glasteile ausprobieren. Ich glaube, vielleicht gehe ich sogar noch mal außen hoch. Vielleicht. Wir brauchen jede Menge Glas, Schrauben und Stahlbarren. Aber du kannst auch gleich nochmal gucken, was ist hier noch so. Eine Halbglaswand? Nee, die will ich eigentlich nicht. Eine ganz normale Glaswand. Ja. Als erstes würde ich mal kurz ausprobieren. Hier eine Glastür setzen würde. Glaube, die machen wir mal zuerst. Und ich probiere mal, ob das mit dem Aufgang überhaupt funktionieren würde.
da müsste auch hier noch ein Geländer drauf. Das finde ich irgendwie ultra hässlich. Also kann das nicht bleiben. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ich mache erstmal die Umrandung außen. Also wir können Wände setzen. Normale Glaswände, die würde ich auch machen. Dass wir einen schönen Überblick haben. Hier kommt dann wieder so eine Eckwand rein. Glasrahmen-Ecke. Ja gut, das kannst du hier nicht gebrauchen. Du kannst dich ja nicht einfach rausstürzen. Und hier dann nochmal zwei normale Glaswände. Hier und da. Und das ist es dann schon gewesen. Vielleicht machst du hier noch eine Tür rein. Aber lass uns erstmal den Bereich jetzt hier machen. Was hast du denn hier jetzt gemacht? Gut, dass ich da noch nichts reingestopft habe. So. Gottes Willen. Okay. Stahlbarren Schrauben, sagst du? Wir haben sogar ein paar Schrauben, die können wir erstmal durchbringen. Stahlbarren habe ich schon ein paar vorbereitet. Wir nehmen erstmal 6 mit und wir brauchen halt jede Menge Glas, ne? Das musste vielleicht nochmal schmelzen. Hat mal die Steinmühle ein bisschen bemüht. Lass uns mal kurz eine 6, 8, 10 Stück mal machen. Dass wir schon mal eine gesehen haben. Jetzt hast du noch Bretter und du brauchst mal einen Wagen Holz. Der ist ja leer, ne? Rationen habe ich gemacht. Bis auf drin das eine Reh habe ich alles verarbeitet. Da können wir erstmal wieder ein paar Tage von leben. Das finde ich nice. So, ein bisschen Holz holen. Lange nicht mehr gebraucht. Auch lange nichts mehr Holziges gebaut. Nein, lass den Wagen stehen. So. Voll, brauchen wir noch 7 Bretter. Wie viel haben wir hier noch? 1, 2, 3. Ah, komm schon. 4 haben wir, 7, sehr gut. So, dann müsste hier schon Glas fertig sein. Immerhin 10. Ich weiß nicht, wie viel braucht man. Hier ist auch noch 4. Dann gucken wir mal kurz, was jetzt hier geht. Acht Glas. Und für die Ecke brauchst du 10. Okay. Wemby, ich überlege doch gerade was. Ist die Tür offen? Oh, hallo. Ja, nee, war schon richtig. Mann, ey, wenn denen nicht so das Gehirn vergammelt wäre. Könnte man auch mehr mit denen anfangen, ganz ehrlich. So. Vielleicht müssen wir das nochmal umreißen. Ich finde, jetzt so sieht es kacke aus. Dass wir oben eine komplette Glaskuppel draufziehen. Da hältst du dir aber wieder ganz schön was auf. Oder du machst halt nur die Hälfte, gehst aber in der Mitte hoch. Kann ich denn hier? Ah ne, die steht hier drauf. Ne? Ja, das funktioniert halt nicht. Dieses Kackloch hier in der Mitte
ist irgendwie auch schwierig. Mal angenommen, wird es jetzt hier hochkommen und die an die Seiten einfach noch stellen. Und dann hier reingehen in dein Glaspavillon. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Am liebsten wäre mir ein Aufgang von außen. Warte mal, eigentlich könnten wir das ja sogar einrichten. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, eine Idee. Das wird zwar nochmal ein größerer Umbau, aber ich würde versuchen, hier auf der oberen Etage noch einen rauszugehen. Als eine Art kleinen Balkon über dem Eingang. Treppe hier hoch und du kommst dann hier hoch. Musst du halt deine Windräder ein bisschen versetzen. Das würde ich mal probieren. Aber das bereite ich mal so ein bisschen vor, oder wir widmen dem Ganzen mal eine Folge. Jetzt gucken wir uns erstmal hier die. Hier kommt dann auf jeden Fall eine Glaswand hin. Ja, spektakulär. Was mich am meisten interessiert, wäre das Dach, was ich dann hier drauf zimmere. So, Schrauben waren genug. Du brauchst hier nochmal 4 Glas. Ja, wir müssen halt nochmal ein bisschen Glas schmelzen. Dass ich zumindest da meine Ecke aufsetzen kann, um zu gucken, wie das passt. Hier haben wir nochmal ein bisschen Zement. Da gehen wir auch gleich nochmal eine Runde aufwerten. Oh, scheiße. Jetzt 2. Brauchen 4 mal Glas. Moment. Ein Stein wird ja hier gerade noch dann rumfliegen. Ich glaube, die Schmelze ist gerade ausgegangen. Ach, was machst du denn? Nein, oh Gott, jetzt habe ich's. Oh. So, haben wir 4. Schmelz das nochmal durch. Hier ist eh nichts drin. Tja, muss ich wohl nochmal ein paar mehr Steine holen. So, einmal machen hier ein bisschen Sand daraus knüppeln. 3, 4, 5. Fehlt mir noch einer, ne? Die lieben Steine. Da klemmt es tatsächlich ein bisschen dran. Im Moment habe ich nicht genug im Vorwege besorgt. Ich würde gerne noch eine Mischung durchlaufen lassen, damit wir 60 haben. Kann ich 5 Zaunstücke aufwerten. Apropos Zaun aufwerten. Als nächstes mal wieder ein paar Stahlbahnen machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. Oh, scheiße. Nein, oh Gott. 9, 10. So. Glas haben wir. So, wenn ich jetzt hier dieses hübsche Dach da mal drauf haben wollen würde. Holzdachecke gekrümmt. Aha. Warte mal. So.
Ah ja. Okay, und hier müsste dann normales nehmen. Ist das dann das hier? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Okay, das finde ich ja wiederum ganz geil. Habe ich mal grob überschlagen. Also hier brauchst du noch 18 Glas. Und nochmal 8. 26, 36, 46. Und die Tür um die 50 Glas. Ja. Das ist ja noch mal ein bisschen was. Lass mal die Stahlbahn hier. Die nächsten laufen durch oder sind sogar schon fertig. Machen wir gleich jetzt. Guck ich mal, ob Mischer schon durch ist. Jo. Sehr gut. Dann lass mal aufwerten. Dass wir irgendwann diesen Zaun noch mal fertig kriegen. Ja, guck sie hier. Okay, das geht nicht. Wir brauchen noch 12 Zement. Jetzt will ich ihn auch fertig haben. Warte mal, hier ist der Sand. Das ist schon mal gut. Ja, das passt auch noch. Und Sand. Und 10 Eisenbrocken, sehr geil. Ja, einen muss ich mir noch aufheben. Ich muss dann dringend wieder Steinchen holen. Schmeiß mal die Federn hier noch rein. Was hast du noch? Fasern? Jo, weg damit. Schrauben können wir in der Tasche behalten. Für oben schon mal. Ein Stock und der Rindenmulch müsste noch mal weg. Die Rinde. Ja, Rindenmulch. Ja. Ihr wisst schon was. Ja, ich bin gerade oben, ich kann nicht. 2 Stahlbarren, 4 Stahlbarren, 6 Stahlbarren. Jetzt mache ich die Ecke hier vorne auch schon mal dann fertig. Ist die wieder auf? Ne. Wo bist du? Ja, wo bist du denn? Hä? Gehilfe muss noch eine Viertelstunde hinlaufen und den suchen. Und dann hat er Federn dabei, weißt du? Alter. So, hier ist jetzt noch nicht so viel zusammengekommen, aber immerhin. Ein bisschen. Machst du da nochmal Sand? Ja, ne? Und hier ist auch noch einer fertig. So, und dann kommt das da nochmal rüber. Die Erze würde ich ruhig noch hier reinschmeißen. Wir brauchen weiterhin Stahllegierung. Ja. Mühsame Sache, das. Ah, 6 Sekunden.
Da-da-da, da-da-da. Unser letztes Stück Zaun. Da haben wir das nämlich schon mal abgehakt. Was wolltest du? Die Federn wolltest du wegpacken. So. Ja, hier werde ich dann halt tatsächlich aufgangstechnisch noch ein bisschen rumprobieren. Das kann ich aber nicht in der Folge machen. Brauchen wir hier für das Dach? Lehm! Okay. Das heißt, ich werde es tatsächlich jetzt so machen, dass ich nochmal farmen gehe. Wir können ja zusammen nochmal eben schnell losfahren. Den Rest würde ich dann zum nächsten Mal vorbereiten. Hast du noch genug zu trinken? Ja. Zu essen sowieso. Wir haben eine Ration dabei. Die werde ich mir dann auch spätestens dann gönnen, wenn wir da sind. Aber so macht es keinen Sinn, ne? Ich fahre ja jedes Mal auf dünnstem Eis, weil ich gerade so Materialien habe, um ein bisschen weiterzumachen. Das ist auch nicht so geil. Komm, lass uns mal zusammen nochmal schnell hier aufs nächste Lehmfeld, was wir finden können. Nur ein paar Steine. Und ja, halt Lehm. Tür auf. Bringst du bestimmt auch wieder ein Tier mit oder zwei. Ich sehe das schon. Machen wir nochmal kurz dein Inventar leer. Das kann schon mal durchsägen, weil Bretter braucht es, glaube ich, auch oben, ne? Ja, nochmal Holz holen und solche Geschichten. Damit wir da ein bisschen vorankommen. Das, was wir jetzt noch machen, bevor wir losheizen, ist aber... Scheiße, noch eine Minute auf Mischer warten. Wir uns noch mal ums Wasser aus kurz kümmern. Oh, und ich muss meine Kühlsachen ausziehen, ne? Wir haben Oktober, es könnte kalt werden. Und du musst dich ja echt beeilen, es ist schon relativ spät. Oh, scheiße. So, jetzt. Ein paar Sekunden laufen lassen. Wasser brauchen wir diesmal nicht aus dem Waschbecken. Das sollte wohl reichen. Jo. Alles voll, können wir dann nochmal eine schöne Ernte machen. Alles für die Rationen. Gut. Du brauchst Sprit. Wir müssen, glaube ich, nochmal nachtanken. Ist nicht mehr viel drin in der Büchse. Oder? Ja, guck mal, das ist mir zu wenig. Da tanke ich lieber schon mal. Was? Also. Oh. Gut, dass er mich nochmal daran erinnert. Ich hätte es schon wieder vergessen. Er fröstelt. 6 Grad. Da reicht es aber, wenn wir unsere Kühlsachen einfach hier lassen. Und dann schön... Oder? Da friert er doch nicht. Meiner hat jetzt nicht so viel an, nur ein Mützchen auf. Aber so hat das ja am liebsten. Belüftet. Ach, Loki. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Lass schon mal warm laufen. Bin schon wieder so verwirrt. Ich habe Mischer vergessen. Alter, auch das noch. Ey, dich brauche ich ja jetzt wie die Pest. Das Auto läuft. Ey, nicht einsteigen. Ach so, er will hier lang. Moment. Alter, komplett verpeilt jetzt gerade. Hier. Den letzten Zaun wollte ich doch noch mit euch zusammen aufwerten. So. Erledigt. Gott sei Dank, das war ja auch ein Projekt. Stahlbarren kurz hier lassen. Den Rest einfach alles mal schnell hier reinfeuern.
Kannst du gleich wieder rausnehmen. Alter, macht das einen Krach. So, auf geht's. Oh oh. Hm. Wie immer souverän gemeistert, die Überfahrt. Kurz mal auf der Schnauze gestanden, aber egal. Biegen wir hier gleich links ab. War schon das erste Lehm. Ist da eiskalt dran vorbeigehämmert. Da war ein Huhn. Da war ein Bär. Da fahre ich auch gerne noch mal ein Stückchen weiter. Warte mal, jetzt gönne ich ihm erstmal was. Katschning. Und ein Schlückchen Wasser. Das ist auch noch. Kiste mitgenommen. Dass wir hier hoffentlich noch ein bisschen Lehm abgrasen können. Hier ist gar nicht mehr so viel. Ja? Scheiße. Naja, wir werden schon welches auftreiben. Da wir fürs Dach jetzt auch nochmal welchen brauchen, musst du schon auf jeden Fall nochmal so 200 abgrasen. Das wird ohne nicht gehen. Und vielleicht stellen wir uns auch nochmal diesen Lehmextrahierer auf. Steinkiste habe ich ja mitgenommen, ne? Dann würde ich jetzt gleich... Gott, hier ist ja überhaupt kein Lehm. Ich war hier natürlich auch schon mal fahren. Und Steine scheinen ja jetzt noch nicht wirklich nachzuspawnen. Oh Mann. Dann machen wir erstmal, glaube ich, erstmal ein paar Steine. Und hol den Lehm dann auf dem nächsten Feld. Ist wirklich nur einer noch gewesen. Okay, ich hab's verstanden. Verzieh dich, sagt's. Verzieh dich. Oh, jetzt hast du noch eine Kiste jetzt dahingestellt irgendwo? Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal meine Kiste suchen. Ah, bevor meine Verwirrtheit gleich noch den Rahmen komplett sprengt. Heute. Machen wir dann so langsam Schluss. Ich besorge ein paar Ressourcen, bereite ein bisschen vor, dass wir uns beim nächsten Mal auch ein paar Teilchen mehr angucken können. Und ich überlege mir was für den Aufgang. Das ist gerade echt nicht meins. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Mir wird aber was einfallen bis zum nächsten Mal. Und was zumindest hoffen. Und dann, ja, klopfe ich los, ne? Jetzt habe ich erstmal die Steinkiste gesucht. So. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei The Infected. Danke euch, macht's gut. Tschüssi. Junge, Junge, ey. Zeig es nicht drauf hier durch deinen verwirrten Krams.